Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play fucking Castlevania. Und ich weiß nicht, ob das gut war, dass ich da ein Safe-Set gemacht habe, aber egal. Mir ist aufgefallen, warum die Kommentation hier, zumindest meiner Meinung nach, nicht so gut ist. Wisst ihr, woher das kommt? Das Spiel... Es scheint mir persönlich so, ich kann das jetzt nicht sagen, stimmt das? Oh, ich hab den Timestop weggelegt, super. Kann mir ja gleich umbringen, ey. Es scheint mir persönlich so, ich weiß nicht, ob es wirklich so, irgendwie ist es so, aber irgendwie auch nicht, dass mir das Spiel irgendwie keinen Spaß zu machen scheint. Es scheint so, wenn ich die Videos mir selbst ansehe, weil das muss ich wohl oder übel tun, wenn ich das zusammenschneiden muss. Und ich merke es auch so beim Spielen, dass es wirklich... Mir scheint das Spiel wirklich keinen Spaß zu machen, weil es einfach nur frustrierend ist. Und wegen den Controls. Und es mag kein schlechtes Spiel sein. Es mag meinetwegen auch wirklich ein Hammer-Spiel sein, aber es gefällt mir irgendwie trotzdem nicht. Und... Wisst ihr, Leute, wenn euch ein Spiel nicht gefällt und ihr versucht, das zu let's playen, dann kommen keine guten Kommentare rüber. Das ist einfach so. Deswegen, ich merke das, wenn ich Mega Man let's playe, dass mein Stil da völlig anders ist. Tales of Phantasia, das kann ich mir sogar selber angucken und ich find's ganz in Ordnung. Aber nicht hier Castlevania. Das ist halt, weil dieses... wow. Weil es wirklich frustrierend ist, das Spiel. Es ist sehr frustrierend, glaubt mir, Leute. Es ist sauschwer, also zumindest für mich, eine der schwersten Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Wirklich, und... Naja. Egal, kommen wir zu einem anderen Thema. Warum kam in letzter Zeit nix? Also in letzter Zeit kein Tales of Phantasia, oder... Wo bleibt DKC? Also, Tales of Phantasia ist einfach... Ja, wo bleibt das? Die Frage, ich habe ja gesagt, ich werde das nur unregelmäßig hochladen, aber ich habe in letzter Zeit tatsächlich Bock drauf. Ich habe nur irgendwie, es ist schwer zu erklären, es ist dieses, oh mein Gott, du hast noch so viele andere Aufnahmen, die du schneiden musst, Feeling. Und die Zeit, die nicht vorhanden ist, leider. Yes, hier ist ein Bockjob. Yay, ich hab's einfach mal versucht, mein Glück, und es hat geklappt. Das heißt, ich habe volle Anzahl an Energie. Ach nee, hier kommt nochmal so ein Viech. Ha. Awesome. Lups. Hier kommt nochmal so ein Herzchen. Lups. So, diesmal schaff ich den Boss. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Ich hoffe mal, ich schaff's. Gibt's hier denn nirgendwo ein Item? Da komme ich nicht ran, das ist doof. Ah, verdammt. Moment, Leute. Oh, fuck. Fuck. Na, super. Das war, wow, episch. Meine Kommentation war gerade auch episch, ne? Okay, nochmal. Nochmal die ganze Schose von vorne. Oh, und ohne Timestopper das hier. Das ist so toll. Vor allem, weil der seine Projektile da schießt. Seine komischen Feuerbälle. Wow. Seine komischen Feuerbälle und die... Naja, die ziehen halt auch ab und dieses Backknocking ist echt bescheuert. Das finde ich schlimmer als in Ninja Gaiden und ich weiß nicht warum, aber ich finde es halt irgendwie, wow, schlimmer. Und manchmal habe ich hier Glück bei diesem komischen Drachenschlangenviech und werde überhaupt nicht getroffen und schaffe es, seine Projektile zu zerstören. Und manchmal, da werde ich nur getroffen, also wirklich. Das ist, na, wow, das war knapp. Ich schaff's diesmal. Diesmal... Oh, Hunchback. Na? Na? Oh, fuck. Dieses Hunchback ist... Kann einfach überall hinspringen. Wow. Nein! Es macht wirklich 4 Schaden. Ach, fick dich doch. Der Affe macht 4 Schaden und das ist richtig scheiße, dass es 4 Schaden macht. Und ja, und da werde ich schon wieder getroffen, seht ihr? Jetzt werde ich wahrscheinlich... Nee, doch nicht. Ich dachte, jetzt werde ich nur noch getroffen, aber egal. Ach, hier ist ja das Porkchop, das habe ich ganz vergessen. Ja, okay, dann ist es nicht so schlimm, wenn ich hier ständig getroffen werde von dem Schlangenviech. Aber
vom nächsten darf ich nicht. Aber da habe ich dann schon die Longe Whip. Da ist es dann nicht mehr so schwer, weil da ist die Range halt viel größer, die ich weg sein kann. Und dann habe ich auch mehr, Chance, sein Projektil zu zerstören mit der Whip. Was auch total viel Sinn macht, dass ich Feuer mit einer Whip löschen kann. Weil es ist offensichtlich Feuer, dass er da schießt. Aber egal. Boom. Handschreck. Frankenstein. Frankensteins Monster eigentlich, aber naja. Ja, es ist das Frankenstein-Monster und nicht Frankenstein. Frankenstein ist ja der Doktor, der... er macht viel Schaden, das Handschreck macht viel Schaden, das ist... Leute, es ist frustrierend, das Spiel. Glaubt's oder nicht, aber es ist die Wahrheit. Ich könnte spielen, es ist ein gutes Spiel eigentlich, aber die Steuerung ist okay. Ich habe Super Castlevania 4 gespielt, das kann ich jetzt noch erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Und das Spiel ist einfach so schön, ja. Und jetzt kann ich endlich mal mit der Castlevania Story weiterführen. Aber nein, weil jetzt kommt ja gleich der Boss, also kann ich es doch nicht machen. Komm, komm, komm. Ich mache das übrigens hier mit der Power. Ich sage mal Power. Now you're playing with power. Now you're playing with fucking shit. Mit der Turbo-Taste, wollte ich sagen. Und hier gibt's ja noch Munition, das habe ich ganz vergessen. Und hier gibt's ein Moneybag. Ein Herz. Okay, das ist wieder so ein random Ding. Na? Wow, nicht in die andere Richtung, Simon. Bitte. Ach komm, das ist nicht wahr. Dieses Handschlag, es trifft mich immer wieder. Und seine Projektile machen auch 4 Schaden oder was? Wie darf ich jetzt das sehen? Das ist ja echt nervig. Ups. Super. Ich krieg dieses scheiß Vieh nicht tot. Wie macht man das tot? Wow, das war wieder knapp. Ich habe mich entschlossen, da lieber nicht meinen Timestopper zu missbrauchen, da ich den für den Handshake-Vogel-Part ziemlich gut gebrauchen kann. Also ich meine, ich habe mich vor kurzem mit Jay unterhalten und warst du schon bei dem Part, wo die Vögel die Handshakes runterschmeißen vom Himmel? Und habe ich gesagt, ja. Und mehr hat er aber auch gar nicht dazu gesagt. Aber jedenfalls... Er hat so davon gesprochen, als wäre das für ihn anscheinend ein richtig schlimmer Part gewesen. Also ein richtig schlimmer Part im Spiel, meine ich. Falls ja, Jay, dann... Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn man den Timestopper hat, und ist das eigentlich ganz einfach jetzt nicht, aber... Es ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie... Was ist denn da drin, hm? Moneybag. Toll. Irgendwie, ich dachte... Wow. Ich hätte gedacht, die Roten machen... Also die roten Moneybags geben mehr Score, aber anscheinend sind die Weißen, die mehr Score geben. Ich hätte gedacht, wegen der Farbe Rot, die ja eigentlich ziemlich unusual für ein Dollar-Pack ist, wäre das awesome und das wäre viel mehr wert, aber offensichtlich... Handshrek. Wow, habt ihr das gesehen, wie knapp das war? Komm her. Haha. Brumm. Brumm. Was? Was war das? Blups. Ups. Habt ihr es gesehen? Irgendwie, ich dachte, ich hätte die Zeit pausiert und dabei habe ich auf Start gedrückt. Offensichtlich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ups. Und spring. Ah, fuck. Ich hasse diese Handshakes. Ha? Jetzt komme ich gleich zu dem Viech. Es ist viel schöner, wenn die von vorne kommen, weil dann kann man sie so leicht machen. So, jetzt kommt das Viech. Komm runter. Naja, ich habe schon wieder falsch gestoppt. Ich habe noch eine Chance. Ja, so hätte ich das gerne. Genau. So. Puh. Leute, jetzt kommt's wieder. Eigentlich, diese Section ist so kurz. Aber das war... Oh, ich hab den Timestop, aber egal. Kommt nicht so wild. Diese Section ist so kurz, wenn man das mal richtig... Oh, und ich bin tot, super. Wenn man das mal so betrachtet, im Gegensatz zu den anderen Sections. Ah gut, eigentlich ist das Spiel insgesamt auch ziemlich kurz, aber dafür ist es halt sau schwer. Oh, okay. Ich will die Axt behalten. Die könnte mir helfen, oder? Die könnte mir seriously helfen. Hier wäre der Boomerang so schön, weil der Boomerang ist wirklich die beste Waffe. Ja gut, das Holy Water ist auch nicht schlecht. Aber ich habe keinen Bumerang. Das ist richtig scheiße. Wow, das war knapp, dass ich noch das Projektile getroffen habe. Yay. Ups. Ja. Okay. Ich kann gerade nicht so interessant kommentieren, weil ich mich wirklich hier auf dieses fucking Teil konzentrieren muss. Und... Wow. Okay. Okay. Leute, ich muss mich gerade...
seriously richtig konzentrieren. Ah, nein. Wow. Uff. Habt ihr das gesehen? Und yes, yes, nein, nein, nein. Wie geil war das denn? Aber ich krieg die Axt nicht wieder. Konnte ich mich... Hätte ich mich noch bewegen können? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Was? Ich kann nicht rewinden. Doch, ich kann rewinden. Ich möchte wissen, ob ich dem noch hätte ausweichen können. Ja, hätte ich. Naja, aber lassen wir es, weil ich hab's nicht getan, also... Hey. Ich hab's nicht getan, also... Naja, wir wollen ja nicht so. Wir wollen den Toast hier noch ein bisschen leiden sehen, weil wir sind Sadisten und ja, ich spreche hier gerade für meine Abonnenten. Alle meine Abonnenten, die meine Videos gucken, was ja nicht viele sind anscheinend, keine Ahnung. Ja, obwohl meine durchschnittlichen Aufrufe liegen bei 10 bis 20, also geht eigentlich. Halt das Borgjob, achso, das brauche ich gar nicht. Und ich habe jetzt die Stimme meiner Abonnenten alle perfekt nachahmen können. Habt ihr das gehört? Oh Mann, jetzt ist mir der Hals weh, wegen diesem Lachschrei, den ich gerade hatte. Aber das war wirklich... Ich meine, hallo? Wie oft kommt das vor, dass ihr einen Boss schafft und dann... ja. I have to touch an orb and I now see the point, because... When you don't touch the orb and you get hit by an enemy projectile, then you die, maybe. Might. Then you might die if you have... low energy, and why do I speaking in English speaking? Ah, komm her. Frankenstein-Viech. So. Es ist sau schwer, dem Handshrack auszuweichen. Aber, wenn man es mal gelernt hat, die Pattern, dann geht es eigentlich so wie vorhin. Habt ihr es gesehen, wie ich immer perfekt ausgewichen bin? Und jetzt will ich die schaffen und gib mir halt eine Axt. Komm, sei doch so nett. Gib mir eine Axt. Das würde wirklich helfen. Ja, deine Feuerding, die mag ich nicht. Nee, keine Axt. Du bist gemein. So. Wie viel gibt mir das eigentlich Health? Okay, ich habe noch zwei. Na gut. Wenn ich von den nächsten Schlangenviechdrachen nicht getroffen werde, dann passt das eigentlich. So. Aber diesmal kriegen wir es hin. Komm. Ja, 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 ja. Okay. Wenn man seine Projektile zerstört, dann ist das gar nicht so schlimm. Okay. Herz, Herz. Das ist nervig. Also die Sprungsteuerung in diesem Spiel ist wirklich ziemlich scheiße. Und ich meine scheiße, ja. Ich habe wirklich scheiße gesagt. Komm, die, 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 die. Wow. Jetzt habe ich ihm actually ziemlich viel Schaden gemacht. Ah, nein. Ah, fuck. Wow, das war... Epic, fuck. Nein, 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 nein. Wow. Wow. Oh, fuck. Das Soundtrack ist natürlich genau auf mir gedroppt. Ach, und Game Over. Jetzt habe ich nochmal. Jetzt darf ich nochmal alles machen. Leute, ist doch auch nicht schön für euch, wenn ihr das Ganze alles nochmal anseht. Ich meine, ihr habt's gesehen. Ich kann den Part hier jetzt ausnahmsweise doch, ja. Also, hat ein bisschen gedauert, aber den Anfang hier habe ich echt gehasst. Aber ich werde mich nicht durch safe-staten, weil es geht ja eigentlich. Und ich meine, der Boss, man lernt mit der Zeit. Und ich sehe schon, dass meine Kommentation interessanter wird. Naja, was heißt interessanter? Aber ich kann auf jeden Fall mehr reden und muss sich überlegen. Was könnte ich denn jetzt ansprechen für ein Thema? Nee, ich kann so über das Spiel reden. Und wisst ihr warum? Weil das Spiel mir gerade... Naja, ich kann... Oh, ich habe mich nicht geduckt. Super. Ich kann jetzt nicht unbedingt sagen Spaß. Obwohl, ich meine, wenn man... Wenn man was Neues sieht und ich meine, ich habe hier jetzt was Neues mit dem Boss, ist was Neues und alles Mögliche. Und dann lernt man den Boss und das ist dann auch schön, wenn man sich denkt. Und vor allem, wenn man so einen geilen Moment wie gerade hat, ne? Wo man sich denkt, wo ich mir sowieso schon denke, das Spiel ist scheiße und unfair und schwer und dann. Ach, jetzt das Holy Water. Naja, probieren wir es einfach mal. Ich meine, das Holy Water könnte beim Boss auch ganz interessant sein. Probieren wir es einfach mal. Aber ich. Wow, war das knapp. Glaube nicht, dass ich es schaffe. Blups. Na, komm. Wow, das war... Wow. Und ein Herzchen. Blup. Nein. Chips.
Apropos, acht Trafalgar 88 hat im Interview mit. Nein, im Interview, das. Apropos 8 Trafalgar 88, das wollte ich dich sowieso fragen, falls du dieses Video überhaupt da ansiehst, weil wahrscheinlich denkst du dir jetzt nach so vielen Folgen, denkst du wahrscheinlich, boah, nee, das wird mir langsam zu blöd, ich schau das nicht mehr an. Weil der Toasty sagt auch gar nichts Lustiges und dann ist es nicht schön. Aber falls du zuguckst, nachdem ich das Interview mit Jay hochgeladen habe, erst danach hast du ja einen Kommentar geschrieben bei Jays Interview mit mir. Hast du den Part davor noch nicht, also hast du dieses Video davor noch nicht gesehen? Nicht, dass ich dich jetzt dafür hasse oder so, nee, darum geht's mir nicht. Mir geht's nur darum, dass du mich interessiert oder ob du das Video schon davor gesehen hast. Oder ob du es wirklich erst gesehen hast, nachdem ich das Video mit dem Interview mit Jay hochgeladen habe. Oh. Ja. Die Dingens, die von den Handshakes, die. Bla. Na, wie heißt sie denn? Die. Oh, das wäre auch geil. Ja. Die. Mein Gott! Wie heißt das Wort? Das Bewegungsmuster der Handshakes. So. Das ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Oh, ich habe nicht die Turbo-Taste gedrückt, logisch. Na, komm. Ja, das war. Yeah, epic. Oh, ich sehe schon, wir sind über den Part raus. Ja, super. Gut, dann ist das eine längere Folge. Freut euch. Wir bleiben hier stehen in der Section und bla 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 bla. Natürlich, ich muss ein Safe State machen. Das heißt, wenn ich Game Over gehe, muss ich. Naja, egal. Das war's mit Let's Play Castlevania und 8:88. Die Frage und alles Mögliche kommt in der nächsten Folge. Euer Toasty. Ciao. Ich hab noch nie Ciao gesagt. Noch nie. Jedenfalls sicher in einem Let's Play.